hast einfach blonde Beinhaare. Ja, unfassbar. Ach, nein. Doch, sie hat mich hier, das ist beim Dreh, sie hat mich kaputt gemacht. Passiert. Ja. In ihren Armen. Und dann hatten wir Sex. Oh, nicht aus einem. Ich möchte in dem letzten. Mit deinen dreckigen Füßen. Du bist ein Traum. Von Dermatologen empfohlen. Willst du mich heiraten, Fiona? Wie sehe ich aus? Mhm. Hintergrund ist. Kannst du bitte das ganze Video so sitzen? So? Und wo setzt du mich hin? Ich setze es genauso daneben. Du bist einfach hinter der Kamera. Ja. Hallo, ich bin Carla Scheiße und das ist mein Kanal. Ich bin Jonas Wuttke. Wir sind hier in meiner Villa, die ich mal wieder bezahlt habe und alle eingeladen habe. Und so ist das Leben. Spaß, ich habe kein Geld. Jonas ist der Riche. Das ist so. Aber Ems, nicht Wuttke. Ich bin auch reich. Wir kommen jetzt kommen die Müll. Was habe ich angekündigt? Jetzt kommen die, ja, dass jetzt die Müll-Influencer kommen. Jetzt kommt der Abfall. Ja. Nathan Goldblatt, Schnecke. Du wolltest ein Video mit mir sehen. Achso, das denn möchte ich auch. Irgendwann mal. Wir machen hier mal einen kurzen Zwischenstopp, bevor wir. Hier ist die Villa, ne? Hier unter uns ist so ein Wohnapartment, wo drei große Zimmer sind, wo alle wohnen. Das ist Deko. Die sitzt hier die ganze Zeit. Das gehört einfach zur Villa dazu. Ja. Isabella hat eine geilere Roomtour hochgeladen. Genau. Wir gehen jetzt rein. Ich spüre Bad Vibes. Ich nicht unbedingt appreciate. So. Bist du Engländer? Ich kann kein Deutsch mehr. Warum redet ihr einfach unglaublich laut? Unfassbar, immer. Ich hasse ihn. Das hier ist das Video, die Wahrheit über Nathan. Riesen Ego. Ja. Für mich ist er auch immer, für mich ist er noch, ist er immer noch Kekse TV. Ja. Tief im Inneren. Hat sich irgendwas geändert? Nee, eigentlich nicht. Oh, jetzt zeigt er den Brunnen. Schau mal. Soll ich ihn fangen und essen? Ja. Das ist ein Salamander. Hol ihn, du schaffst es. Oh nein, er ist schneller als... Okay, sie hat ihn gefangen und jetzt hat sie ihn gegessen. Was halt krank ist. Du bist ja an sich Vegetarier, aber wenn man es selber so erschlägt, dann ist es okay, ne? Oder reinbeißt. Das ist ja auch was anderes. Das ist ja dann nicht in Massentierhaltung ausgewachsen oder so. Ja. So ein Bären schießt sich schon mal an den Wald. Das Wichtige ist ja eigentlich nur, dass man die Tiere human tötet. Ja, schneller Tod. Ja. Ein Pfeil im Bogen. Oh nein, ich habe die ja voll ausgerissen. Das ist ja voll dumm. Ist gestorben für gar nichts. So, machen die da jetzt noch lange Halligalli oder? Das ist Nathan um 100%. Nathan, wenn du das bist, bringe ich dich heute Abend um. Ich krieg das, wenn ich Sex habe. Echt so? Du hast einfach blonde Beinhaare. Ja, unfassbar. Ach, du bist so verrückt. Eine Masochistin zuckt nicht bei sowas. Sieht jetzt auch raus? Schaut einfach zu. Boah, du hast richtig mit der Haarwurzel. Bombe! Voll gut! Jetzt sind sie für immer weg. Ja. Sie sind weg. Oh, du bist... Soll ich euch mal zeigen, was... Jetzt ist das nein. Doch, sie hat mich hier... Das ist beim Dreh, sie hat mich kaputt gemacht. Beim Sex passiert? Ja. Hat sie mich gefesselt. Also hier waren die Handschellen dran. Hier waren die Halsschellen. Das ist auch normal eigentlich. Die Halsschelle? Wir haben so Doktorspiel gemacht, so Blutabnahme. Nein, wir haben keinen Geschlechtsverkehr. Ich würde lieber sterben. Hat sie halt wirklich gesagt. Ich habe so aus Versehen, so wie irgendwie so, ja, irgendwas mit Sex. Und dann meinte ich so richtig impulsiv, aber so aus Versehen. Ich so, ich würde lieber sterben, als Sex mit dir zu haben. Und dann hab ich tatsächlich auch geweint. Geweint. Ja. In ihren Armen. Und dann hatten wir Sex. Okay. Okay, es geht los, oder? Ja, fangen wir an. Ja. Hi Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, mein Name ist Carla Scheiks. Alter, er triggert, er kommt einfach auf jeder Etage wieder raus. Nathan Goldblatt hat die lauteste Stimme. Fick dich, die Deko kann auch fick dich sagen. Und heiß. Ich glaube, es geht nochmal los. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit der lieben... Carla Scheiks. Geiler Scheiß. Können wir es nochmal machen? Das ist voll unangenehm. Okay, wir werden heute auf TikToks reagieren, denn TikTok ist meiner Meinung nach die absolute Talente-Plattform, wo jeder darbietet, was er normal, kann. Normal, ja. Ja, wir gucken uns TikToks an und gucken dann, ob die Leute dann gut in die Formate passen, die wir so machen. Das Ding ist, die Zeiten haben sich halt verändert. Früher gab es halt so Talent-Bases, Agenturen, Schauspielagenturen, Talentagenturen etc. Und jetzt? Und jetzt haben wir halt einfach die tolle App TikTok. Ja. Und es ist alles auch überfällig. So Talent-Scouts, Model-Scouts. Ja. Man kann halt eigentlich auch wirklich alle Talente darin auch sehen, so, die man eigentlich braucht, um bei den Formaten von uns mitzumachen. Also ob man sich freizügig gibt, ihr braucht ja auch stark talentierte Menschen für eure Formate. Richtig. Ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt immer welche an. Ich weiß auch nicht ganz genau, was uns erwartet. Und dann kommentieren wir die, ja? Oder wie machen wir das? Ja, genau so ist das. Cool. Du bist halt komplett voller
zerstört. Sind zwei Tropfen. Komm, nein, ich meine nicht die Tropfen. Ich meine deine. Also innerlich? Deine, ich meine das. Meine Seele? Ach so. Meine blauen Flecken. Ja. Kommt davon, wenn man so arschlich entschillt, die Frauen schlagen. Ja, ich schlage Frauen. Das ist auch der Titel. Und darüber sprechen wir heute. Ist halt so geschmacklos, mach keine Witze darüber. Er kommt aus jeder fucking Dings raus. Das macht er aber auch mit Absicht. Dann. Ich hasse Nathan Goldblatt. Also mich hat's berührt, der TikTok. Wollen wir den Opa oder die Olle? Ich will schon eher den Opa. Der Opa ist ein Savage. Macht einfach die ganze Zeit einfach blind. Ja. Einfach die ganze Zeit. Das Ding ist aber halt so ein bisschen, ich finde es wahnsinnig, es ist... Das ist doch nicht echt. Und das provoziert mich so. Du lässt dich aber auch von allem provozieren. Von allem provozieren. Aber es ist... Jonas wird geprovoziert, einfach alles. Aber er tut immer einfach ruhig vor der Ja, Welt, aber du? Das, wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, es ist erstens, wenn es echt ist, dann wird ein seniler Opa vorgeführt. Ja. Ist ja so, weil ja. Der nichts mehr mitkriegt, der absolut lost ist, den man nicht und mehr... Und das ist mein dementer Opa. Ja, und ich ziehe ihn jetzt vor die Kamera und gebe ihm ein gutes Gefühl, weil er nichts mehr mitkriegt. Und Leute sollen sich das anschauen. Oder es ist gespielt, was es nicht besser macht. Nee. Oder? Aber Mann, ja. Ich finde irgendwie Opas und Omas in TikTok süß. Stimmt. Ich finde die irgendwie süß, ich kann denen nicht böse sein. Dementen Opa kann man schon mal vor die Kamera stellen und Likes davon kassieren. Und es wäre auch für unsere Formate geil, so eine demente Person. Ey, ich habe einfach so TikToks gesehen, wo Leute so ihre behinderten Geschwister oder so in TikToks eingebunden aber haben. Aber wird in das so nicht von TikTok gesperrt? Nee, voll viele, also ich habe voll viel gesehen und ich dachte mir so, Alter, was? Trink mir das aus einem Glas eigentlich. Bitte? Trink mir aus einem Glas. Ich weiß nicht, wovon du redest, mach jetzt das andere TikTok an. Trinken aus, nicht aus Kämpfen. Ich will auch einen Schluck. Du willst kämpfen? Ja, ich will kämpfen. Warte. Ich werde dich töten. Ich bin stärker als du. Ich habe dich in den Pool geschubst. Ja, sie hat mich in den fucking Pool geschubst. Oh, ich kann nicht. Kannst du mit dem Glas bitte wieder herkommen und können wir das Video drehen? Da merkt man halt teilweise, dass sie noch 16 ist. Mehr als 14. Ich habe halt es einfach jetzt geäxt, nur damit Jonas nichts bekommt. Bitte. Ich möchte einfach auch... Mit deinen dreckigen Füßen auf. Du trinkst es jetzt nicht aus. Den letzten... Kannst du loslassen? Nein. Ich möchte den letzten Schluck... Kann ich bitte den letzten Schluck machen? Du willst ihn nur aus Prinzip. Ich will ihn nicht aus Prinzip, ich habe Durst. Wie willst du es hier raus? Nein. Darf ich was sagen? Ja. Ich als Junge, ich darf ja gar nicht gleich zurückkämpfen, weil das dann, weißt du, es hat vieles immer gleich schon eine... Das ist meine Mom, weißt du. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Sie kennt dich halt. Sie sagt, sie findet deine Stimme angenehm. Soll ich ASMR mal für sie machen? Für meine Mom. Also was mir unangenehm ist, dass sie sich nicht entscheiden kann, ob sie in die Kamera guckt oder dran vorbei. Bombe, stellt sie mal ein als eure Kamerafrau. Ja, ja. Ja, Realisatorin. Ich meine, sie hat mehr Requisiten und Kostüme als wir. Gratulation. Das war unangenehm. Was glaubst du, wie hätte dein Umfeld reagiert, wenn du mit 16 schwanger gewesen wärst? Bombe! Party, Jungs. Ich meine, vom Grund her, sie hat sich schon gut reingefühlt, weil diese Storyline, sowas haben wir auch oft und viel. Ja, ich glaube auch jede beste Freundin ist erstmal so. Das ist, glaube ich, das ist genauso wie Influencer in Kinofilmen oder Dings immer oft dargestellt werden. Als diese mit den pinken Haaren, die dann den Selfie-Stick mit der Kamera hochhalten würde bei und so hinterher hat über der Schwange. Und man denkt immer so, hört auf, Influencer so darzustellen. Hört endlich auf damit. Ist halt nicht so. Es ist schon wahr, dass bei Feiern und allem Leute einfach die ganze Zeit so am Handy sind oder filmen, sobald irgendwas Lustiges ist. Ja. Das ist halt ein bisschen völlig, wack. Also, es ist hier schon seltsam. Wir sind ja gerade in Portugal in dieser Villa und man geht runter. Es stehen auf der Treppe, steht dann jemand und tanzt gerade ein TikTok. Unten wird gerade irgendjemand im Pool geschubst. Meistens sieht man, wie ich mich irgendwo sonne. Meistens sieht man mich so liegen. Aber das beruhigt mich. Ich suche dann die Nähe zu dir. Aus dem Grund, dass ich da halt... dass man da halt dann einfach so, man kann sich hinsetzen. Und ich wurde heute Morgen, bin ich aufgewacht und wurde mit irgendeiner Drama... Random Scheiße, Gott, man denkt nur so... Du auch? Ich, niemals, hä? Doch.
Oh mein Gott, wir waren ja nebeneinander. Weil du das linke Zimmer und ich habe es rechts und du kamst dazu und meintest, das ist das jetzt. Klar, ich war vorher schon frühstücken, das ist vielleicht der kleine Unterschied. Ich bin halt legit aufgeweckt worden, stimmenvolumenmäßig, von Drama und Gossip. Ich habe nur gehört, sie ist so eine Fotze. Und ich so, ich wach so auf, ich so, ich so, schöner Morgen im fucking Hype-Haus. Genau. Auf Wish. Ich weiß, wo sind wir? Ja, so ist es halt wirklich. Und man will einfach in den Pool, man will in die Sonne, man will es genießen, man will Spaß haben. Ich bin wirklich, ich lebe, egal wo ich bin, von Drama hinterm Mond. Ich habe nie mit irgendwas zu tun und bin immer so, macht mal ihr euer Ding so, ich halte mich aus allem raus. Ich hatte tatsächlich wir haben jetzt 8 oder 9 Staffeln von diesen ganzen Sachen produziert. Und ich habe aber tatsächlich alle auch sehr ruhig und angenehm verbracht. Außer die letzte war ich das erste Mal Teil von Drama. Und das ist wirklich furchtbar. Die letzte Staffel? Ja, letzte Staffel. Da war ich Teil von Drama. Und das ist wirklich mein... Also ich, hast du es verursacht? Nein, nein, würde ich nie. Ich bin kein Drama-Mensch. Fick dich. Let's go. Jedes Thema lang, ich zeig dir meine Gegend. Du bist ein Traum, erzählt von 10. Und der Oscar geht an Mario November. Ja, das Ding ist so ein bisschen, ich mag das... TikTok. So grundsätzlich mit... Ich mag das TikTok. Ich mag das TikTok. Punkt, mal, Ende. Ja, Video vorbei. Ja. Nee, ich finde, das ist so immer schön, so in diese Beziehungs- und... Er macht so viel Beziehungs- und Geschlechter-Content über so... Aber warum machen das so viele mit dem, das Mädchen sagen, irgendwie, dass der Typ nicht mit den Jungs rausgehen darf oder so? Ist das so ein Ding? Also so, ich war noch nie in einer Beziehung, aber was ist denn... Also als ob ich nicht mehr mit meinen Freunden chillen kann, wenn ich in einer Beziehung bin. Dann ist woher halt der Punkt, das? Beende die Beziehung, weil ihr habt kein Vertrauensverhältnis oder überhaupt keine Basis, um eine Beziehung zu führen. Ja. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. Wir beide benutzen Acne Derm, um unsere Hautunreinheiten in den Griff zu bekommen. So viele schwärmen davon. Ist von Dermatologen empfohlen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig angenehme und schöne Produktwerbung. Die so trendmäßig aktuell... Ich könnte halt jetzt sterben und ich wäre nicht sauer. Aber TikTok-Werbung ist wirklich... Ich kenne so viel schlechte Social-Media-Werbung. Es wird mit den Songs verbunden, Lip-Sync-mäßig. Bro, also so das Ding ist, wenn du dir überlegst, dass die so ein paar Tauis dafür kassieren, dass sie einfach so ein verficktes Lied anmachen, wo sie sagen, no, ja, no. Und dann machen sie so ein bisschen Text hin. Was dachten die? Ich glaube, die so machen es ja einfach nur. Ich meine, aber es sind ja vor allem die Idee dafür entwickeln, für die Kampagne. Es ist verknüpft immer mit einem wahnsinnig unangenehmen Hashtag dann noch. So Hashtags, immer jede Kampagne hat 3 oder 4 Hashtags. Aber die so Hashtags niemanden interessieren. Ja. So. Hashtag nimm die Zukunft in die Hand. Hashtag wir gegen Pickel oder so. Ja, ich hasse denkt, das, aber irgendwie kannst du halt auch nicht jedes Mal Nein sagen und drumherum kommen. Du musst es halt machen. Weißt du, du musst es machen. Weißt du, vor allem kannst du ganz leise sein, weil du auf Insta vor einem Jahr Werbung für Barbecue-Soße gemacht hast. Weil ich Barbecue-Soße mag. Ich habe immer noch welche davon. Du bist fucking vegetarisch. Isst du eine Barbecue-Soße mit Soja oder mit Gemüse? Es gibt 88 Milliarden Fleischersatzprodukte, die ich mit Barbecue-Soße sehr genieße. Hat er halt nachgeguckt, damit er sagen kann, warum er Barbecue-Soße mag. Also das Ding ist, ich liebe Barbecue-Soße und ich lasse mir von dir auch Barbecue-Soße nicht kaputt machen, nur weil ich kein Fleisch esse. Soll ich ganz fucking kurz, unangenehm. Ja, soll ich ganz kurz sagen, wie das immer passiert? Ich suche immer TikToks für diese Videos, indem ich einfach nur meinen TikTok-Feed durch... Ich bin grundsätzlich nicht auf TikTok, ich gehe es dann durch und es dauert immer so 10 Minuten, bis ich die dann gefunden habe. Okay, also ernsthaft gesprochen, ich träume auch davon, irgendwann mal einen Antrag zu bekommen, der gleichzeitig auch auf TikTok mitgefilmt wird. Willst du mich heiraten, Jonas?